Willkommen zurück zu Frontschweine. Weiter geht's mit Atoll, der letzten Map von Team Experte, kann man sagen. Aber wir versuchen Eisbomben, glaube ich, im nächsten Part auch nochmal. So, Atoll, meiner Meinung nach war es eine Map mit 4 Geschützen und 4 Inseln mit einem Giftfluss, der alles so trennt. Aber ich kann mich auch irren. Henna meint ja, dass es nicht denke, so ist. Ich denke, ich lasse meine Leute so, wie sie sind. Gut, nur die ändern wir jetzt hier. Und erst kommen die Engländer. Atoll, eine ganz tolle Map. Wie der Name schon sagt. Oder ist es wirklich nur ein Atoll? Man weiß es nicht, aber ein paar Minuten nach diesem ominösen Ladescreen mit der Alien unten in der Ecke und den Harry Potter Schwein. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Team Lad in dem Mond steht? Hä? Ne. Ja. Das ist ein Daumenhofer. Ne, das ist echt diese Map hier. Hey! Ich dachte, das ist Inselhüpfen. Okay, was macht er? Der schießt nicht dich ab, oder? Doch. Hä, in so einem komischen Winkel? Ja, das war ja gar nichts, ey. Was nee. Ja, die Map ist interessant, ich mag die. Also es ist praktisch auch so eine Wüsten-Map, nur mit sehr, sehr viel Wasser. Also ich werde mir direkt hier... Wow! Also wenn man gegen den Zeppelin mit dem Jetpack fliegt, wisst ihr, was passiert, ne? Au revoir. Raketenwerfer mal 3. Und, was haben wir hier Schönes? Yes, 100 Leben. Oh, da ist ja direkt der Sanitäter von den Eisbeinen. I like that. Ja, das geht ja wieder gut los für mich. Mensch, wundervoll. Headshot. Für den Kaiser. Ja. Für den Kaiser. Ede. Komm schon, lande wenigstens auf der Brücke. Oh, naja. Okay, na, das geht besser. Einmalhin 50 Schaden. Will mich da jetzt nicht beklagen. Oh, ich weiß schon. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich könnte natürlich versuchen. Könntest. Das wird knapp, aber ich versuch's trotzdem. Wie soll man eigentlich regulär hinkommen? Die Map ist echt interessant, es gibt hier einfach 4 kleine Inseln, die sind alle mit Brücken verbunden. Lenkrakete mal 5, wieso ist da Minenfeld als Insel? Komm, ja, das lande, ist natürlich lande, jetzt richtig lande, lande, scheiße. Lande. Ah, oh, wo ist denn der Penner? Landest bestimmt auf Palme. Ach, so. Ah, das geht ja von der Zeit. So, ja, ich hab eben schon überlegt, fliegst du da weg? Ich hätte es machen sollen, ganz klar. Ja, hättest du es machen sollen, hast du aber nicht selber schuld. Komm schon wieder jetzt. Ich dachte echt nicht, dass du das machst. Ja, dann tot. Sagen, geh baden, tot. Ne? Alles weg, direkt weg. 230 Leben sind jetzt direkt weg. Ja, das würde ich sagen, ist natürlich verdient, ne? Naja. Ja, keine Minen. Naja, ist nur jetzt der Lebenscontainer. Der Herzcontainer in Zelda-Sprache ist jetzt nur weg. Das geht ja. Los geht's. Immerhin habe ich meine Raketenwerfer und du hast deine scheiß Lenkraketen. Ja. Ich weiß schon, wo ich hinfliege. Ich werde mich rächen, Mann. Oh! Wieso gehen die Minen denn nicht an? Nein, die Minen sind nicht angegangen. Die großen Inseln Minen. Sind das Minen? Nein. Ich glaube ja, die sind so dunkel hinterlegt. Ja, aber das wäre ja total sinnlos, wenn man da rüberspringen soll. Ach komm, ihr wollt doch sehen, wie ich in die Minen komme, oder? Nee. Hä? War doch auch klar. Manchmal check ich das hier nicht. Man sieht doch ganz klar, dass sie anders hinterlegt sind. Yippie, Jetpack! Boah, yes! Ja, klasse. Das sieht nicht gut aus. Das heißt... Das heißt, ich werde in die Mitte gehen. Deine Zeit geht vorbei vorher. Ja, klar. Vorbei. Ich werde mein Ziel erreichen. Nee, doch nicht. Nee, er hat's überlebt. Nee, schaffst du nicht. Nee. Was sagst du dazu? Verdammt. Aber ist Bajonett. Nein, der fliegt zu weit. Yes! Der Grenadier, mit dem keiner gerechnet hat. Komm schon. Nee, Captain wird ersaufen. Schwimm. Das Schiff wird sinken. Na, so viel zu meinen Lenkraketen. Gerechtfertigt für diese Drecksaktion verdammt. Eben. Hey, wie kommt der denn hier überhaupt hin? Was ist das denn schon wieder? Den hat da einer hingeboxt. Oh, verdammt. Das ist doch der Pionier. Läuft bei dir. Also der Anfang ist schon wieder genial. Das geht ja wieder gut los für mich. Ja. Mensch, freut mich doch. Aber ich glaube, mein Grenadier wird auch sterben. Das war's wert, ganz ehrlich. Das war natürlich perfekt. Aber das ist ja fast unmöglich. Nichts ist unmöglich, Toyota. Gar nicht schlecht. Der Ansatz verdammt, war so gut. Verdammt. Ein bisschen mehr. Ich soll mich mal auch um die Engländer kümmern. Ja, wie sie jetzt alle... Nee, er will ihn doch nicht. Doch, der will ihn. Bazooka und ihn in die Mitte abschießen, ne? Natürlich nicht. Natürlich. Hä? Wow! Piccadilly! Ja, böse Brücke! Der ist ganz böse! Der hat was gegen Brücken.
Was ist mit ihm nicht richtig? Das sind auch die Engländer. Wisst ihr noch im Story-Modus, wo ein Engländer ganz random einfach eine Faust genommen hat? Einfach seinen Huf und dann ins Nichts geboxt hat? Also ganz im Ernst, wie die manchmal handeln, das ist mir ein Rätsel. Eine logische Entscheidung, nicht für die Engländer. Und tschüss. Bäm! Und nochmal ein Land. Und nochmal eine Mine. Komm schon. Hä? Ja, also die Map ist ein bisschen skurril. Von wegen Mine. Ach, scheiße. Aber toll, an sich die Map. Ist nur Hardcore, ne? Also man kann hier schnell sterben. Nein, da ist keine Mine. Obwohl es auch wieder so hinterlegt war, ne? Jump'n'Run. Jump'n'Run. Super Mario. Ich hab's mir schon gedacht. Na, ich will mich nie beklagen. Sag mal, hatte ich eben gerade den Sanitäter genommen? Hatte ich den gerade gespielt? Nein. Scheiße, dann kannst du gleich den Controller behalten. Korrekt. Versuch's doch mal mit Mogel. Was ist denn sein Problem? Was hat er denn bloß? Ich weiß es nicht. Vor allem wie die Assis nur auf... Ja, okay. Ich bin hier raus. Zwei Schweine verloren. Naja. Ja, finde ich fair eigentlich, ne? Ja, an sich könntest du den Controller jetzt doch nochmal nehmen, ne? Aber nein, dann trifft er nicht mal richtig, der Junge. Nur ein Schweinstod. Es reicht. Na egal, die Runde fliegt. Nee, gar kein Stod. Du bist keine Runde, du bist trotzdem eher. Ach ja, ja, scheiße, stimmt. Ich bin wieder dran. Ach, das ist so kacke. Ich muss den Sanitäter umbringen, Mann. Oh, das sieht ja wieder gut aus. Wie gut das ist. Oh, wunderbar läuft das ja schon wieder. Wenigstens nicht Standbild. Das ist easy. Lieber mit 3 FPS. Ich muss noch ein bisschen besser zielen können, wenn es irgendwie möglich wäre. Oh, wie er nur den in die Mitte will. Der ist ja obwohl die Engländer noch nicht eine Energieeinheit verloren haben. Ja, ist nicht so schlimm. Ach doch, eben habe ich glaube ich. Keine Ahnung, wie weit ich jetzt geworfen habe. Wahrscheinlich nicht annähernd weit genug. Was war das? Ja, ich habe keine Ahnung, wo der war. Ist ja immer in so, ist ja immer in so einem Fitzel weitergegangen. Ich hätte es einfach werfen sollen und dann über der Insel explodieren lassen. Ja, mein Dad ist mal immer schlauer. Ja, natürlich. Ey, du bist so ein Assi, ne? Sie lieben dich. Ah, naja, gut, ich stehe noch. Ei! Der kann doch nichts mehr hier. Da hinten ist bestimmt ein Jetpack drin. Kann ich mir vorstellen. Was du jetzt erstmal machst, ist ganz klar, den schon mal umbringen. Den Sanitäter. Oder auch nicht. Oder doch. Und mein eigenes Schwein da gefährden. Gut. Ja, selber Schaden gekommen, oder? Oh. Damit ist mein Zug das beendet, hat, direkt. Das kann natürlich gut funktionieren, ne? Oh, die Aktion war so gut. Vor allen Dingen geht gerade gar nichts mehr. Schön. Ah, jetzt geht's wieder. Ich muss nur sehen, wie mein Schwein verreckt, wie brutal. Ich muss es mit ansehen. Er durfte mich nicht bewegen. Und du? Du hast da hinten doch gelacht. Du hast jetzt nur alles angesehen. Mit Popcorn. Ja. Und Tortillas. Fischen wird. Und tschüssi. Oh, oh. Geh baden. Da badet er. Hm, sauberes Schwein. So rein wie ein Ferkelschwein. Achso, den habe ich doch da eben weg. Ja, der lebt doch. Aber das ist Rudi, der sich nicht bewegen kann. Der steht ja noch beschissener als eben. Nee, doch nicht. Ich glaube, das haben die extra so blöd mit den Minen gemacht. Dass man dann noch eine faire Chance hat, wenn man mal ins Wasser fällt. Diese Lags. Ach, Versuch ist wert. Ein bisschen höher. Und. Da wirft er und da ist es. Das passt, glaube ich. Wenn es denn. Ja, ich meine, keine Ahnung. Ja, super. Oh. Macht euch bereit, Leg and Rips. Lustig. Ja, und dann. Ja, warum greife ich die überhaupt an? Die helfen mir doch nie immer. Da! Und tschüss. Man sieht zwar nicht, ob er jetzt noch lebt oder nicht. Die Grünen gewinnen, ganz klar. Was soll man denn dagegen jetzt noch machen? Ja, ja, Rutsch am besten noch runter. Das wäre jetzt der Oberhammer. Ja, 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 gib dir Mühe, PS3. Es war nur ein altes Spiel, kein HD. Aber gib dir auch Mühe. Ich weiß, das ist nicht dein Niveau. Aber tu es doch wenigstens mal. Ja, okay, es sind jetzt die Clustergranaten nicht ausgerüstet. Ja, man sieht es zwar nicht. Aber ich kann das hier ungefähr abschätzen. Ich habe mich ja nicht bewegt. So, will ich das machen? Das Ziel ist das Ziel. Zack. Und jetzt!
an. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut war. Nein, war es nicht. Sicherlich? Eisbeine kommt jetzt und zeigt dir jetzt nichts mehr. Eisbeine können sich gar nicht mehr bewegen. Ein Leben, das könnte auch eine Hose geben. Ein Leben nur von einem Jetpack. Ganz klar. So, wer ist jetzt King of the Hill, mein Freund? Toll. King of the Bear. Sterbe ich wegen denen auch noch, ey. In diesen 8 Lebenssanitäter. Ja, da kommt er! Okay, der ist tot. Ah, die Map habe ich auch wieder verloren. Der ist schon weg. Der ist schon im Wasser. Ne, doch nicht. Ein Schaden. Einen Schaden kann ich nicht riskieren. Das ist eine Sekunde, die ich nicht habe, um mich runterzuboxen. Vor allem wärst du selbst runtergeplumpst. Das ist ja der Witz. Das kann ich gar nicht mehr gewinnen. Absolut nicht. Habe ich nicht eigentlich noch einen Scharfschützen? Eigentlich schon. Nein, jetzt überlebt er schon wieder. Was ist das denn da? Nein! Mit einer Energieeinheit! Nein! Gar kein Spruch! Naja, dafür hat er unglücklich geguckt. Geh doch mal einen Schritt. Hä? Ja, natürlich. Was macht der? Ah, zur Kiste, na gut, meinetwegen. Sind eh nur Jetpacks drin, glaube ich. Es ist hier ein bisschen anders als in dieser Map Einbahnstraße, wo man wirklich gar kein Jetpack bekommen hat. Wenn man da wirklich mal festhing, dann kam er auch nicht mehr hier weg. Hier haben sie es anders gelöst. Finde ich gut so. Vielleicht kommt da ja der Name her. Stimmt, ne? Ja. Wollte schon sagen, hier, diese Map ist besser durchdacht, aber irgendwie... Toll, das war mein einziges Schwein, was mich noch hatte. Gut. Vorbei, ja. Hä? Ja, Chef. Natürlich. Dieses Lack. Keine Minen. Braucht's ja nicht. Minen werden überbewertet. So, mein Freund, und tschüss. Äußerst primitiv. Boah, der hat noch 110 Leben. Der Graf. So, Eisbein hier, der Graf. Der Graf leckt nur so ein bisschen. Ja, ich warte darauf, dass mein Zug losgeht. Geht nicht. Ah doch. Jetzt tut sich was. Jetzt kommt langsam mein Waffenmenü. Ja, jetzt wähle ich theoretisch eine Waffe. Hab wahrscheinlich nur noch 20 Sekunden. Nehmen die einfach mal rein. Dann geht's. Dreh mich weiter. Und zu weit. Geh natürlich nur auf den Magie, weil den können wir ja alle nicht leiden. Alter, warum gehst du auf mich? Dann kann ich. Freunde, ganz ehrlich, ich kann gar nicht mehr gewinnen. Gegen zwei Gegner zu spielen ist unmöglich. Dann wirft er. Wahrscheinlich ist der Wurf schon halb vorbei. Aktiviere ich einfach mal. Oh, auf sich selbst. Das gefällt mir. Hä? Ja, man weiß halt immer nicht so genau. Ja, das. Hä? Und er hat den getroffen. Gefällt mir. Ich freu mal hin. Ne? Nicht schlecht. Und er macht Pistole und zerschießt jetzt die Brücke. Die reißen die Schnauze nicht mehr auf. Oder auch nicht. Oh, hä? Nee, die geht nicht kaputt, geklappt. Ne? Naja. Das hält er dann doch aus. Nur irgendwelche explosiven Sachen können eine Brücke zerstören. Ne, die Map hat eindeutig zu viele Minen und noch zu viele amerikanische Schweine. Es liegt scheinbar immer an den Minen. Das wäre natürlich jetzt perfekt, wenn das jetzt hier nicht lenken würde, weil dann könnte ich die Brücke zerschießen, den da unten noch Schaden machen und auch das Schwein auf der Brücke zerstören. Ja. Setzt theoretisch die Bazooka. Habe mich theoretisch um 1 cm nach links bewegt. Und jetzt werde ich theoretisch mal versuchen. Naja. 1, 2. So. Ich komme über sie wie ein Na komm schon. Da hat ein Schwein gequiekt. Oh, das war perfekt. So muss das laufen, Freunde. So muss das laufen. Alles blind. Ja, natürlich. Natürlich. Da ist der Skill. Wen haben wir denn? Ein Eisbein. Jetzt lägt's gleich nicht mehr, weil die Schweine schon wieder gestorben sind. Also sehr viele Schweine. Aber auch das Schwein, was da unten steht, ist jetzt Geschichte. Ja, er ist schon halb tot. Toll. Was habe ich denn noch? Toll. Also ganz klar, wer hier gewinnt. Braucht man gar nicht. Eigentlich gar nicht. Eigentlich braucht man schon nicht mehr weiterspielen. Na, das könnte auch nicht mehr gehen. Ja, selbst wenn. Natürlich geht das wieder nebenher. Diesmal kannst du es nicht auf Lags schieben. Ja, auch wieder wahr. Aber ist eh klar, wer gewinnt. Na gut, wenn die sich so weiterhin so einstellen, dann habe ich noch eine Chance. So. Henna!
Es war mir eine Ehre, aber es ist schon wieder vorbei. Der geht baden. Da geht er baden. Und dann geht darf ich das mit denen ausfechten. Oh, ich glaube, ich bin schon wieder hinüber. Das war schon. So schnell kann das gehen hier bei Frontschweine. Ich versuche es jetzt mit der HX. Und werf die volle Kanne. Das wird kurz und schmerzlos. Und hoffe, dass es klappt. Es klappt nicht. Ich habe X gedrückt. Hoffentlich merkt man das im Mikrofon. Man merkt das. Man hört das. Ich habe viel früher gedrückt. Es kann natürlich auch wieder ein Lag gewesen sein. Kann ich sagen, aber die halbe Leiste ist grün. Also mehr. Also ja, ich kann das ja gar nicht mehr gewinnen. Aber wenn die weiterhin so gut spielen, dann habe ich doch noch eine Chance, Mann. Kaum hast du mal, ne, kaum gewinnst du mal nicht direkt, dann boah, machen die so eine Kacke. Geh doch nebenher. Das deckt sich mit meinen Berechnungen. Ja. Trifft. Oh, ja, oh. Aber die anderen, die kann ich gar nicht treffen. Den Scharfschütze zum Beispiel nicht. Hä, was macht er? Er will sich schon wieder ein Jetpack holen. Und ist somit direkt neben meinem Schwein, und Schwein wird sterben, weil es auf Brücke steht und somit ein leichtes Ziel ist. Und fliegt vor der Brücke, hat sowieso nicht mehr viel Leben und dann wird sterben, explodieren und sonst was. Aber natürlich, wenn jetzt die Brücke kaputt geht, kann ich damit in dem wenigsten auch mit den Granatentypen da bei der Palmeninsel erwischen. Eine Mine. Ernsthaft kann man hier eine Mine finden? Also der falsche Jäger wird jetzt auf jeden Fall sterben. Ja. Ja, gut, dass da Minen sind. Da hinten! Die Grünen führen Haus hoch. Ja, 006, ne? Hm. Eure Befehle. Der Grenadier, Mensch, ein Leben. Das sieht ja nicht gar nicht mal so schlecht aus für dich, wa? Kann ich doch gar nicht mehr gewinnen. Ist ja nicht möglich, gegen zwei Mannschaften ja was zu reißen. Junge, dann tust du auch noch so heftig, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, komm doch zurück. Ja, komm! Ach, Idiot! Ja, es bringt ja nichts. Der hat ja noch volles Leben. Der Kongo. Oh. Wetten wir, das wird jetzt auch ein Volltreffer? Ja, verdient hätten sie es ja, ne? Nee. Oh, Junge. Die Entfernung passt gar nicht. Ja, ja, nicht hoch, nur von mir, weil ich bin eher höher gelegen bin. Ja, einen kleinen Terrain-Vorteil habe ich. Was ist das denn jetzt hier? Der ist in der. Ja, der ist da reingeklippt bestimmt. So wie ich damals. Vielleicht ist er auch ein Zeppelin. Es hat geklappt. Weil die Mine, die habe ich glaube ich schon mal aktiviert gehabt. Ja, dann muss ich den hier abschießen. Macht ja nichts. Oh. Optimaler Grundversuch. Ich glaube nicht, dass es was wird. Nee. Oh, da hat er nebenher geschossen. Nee. Nein, Freunde, das gewinne ich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Auch der wird sterben. Für dich. Ja, der hat ja auch noch ein Leben. Das hat überhaupt noch so lange mitgemacht. Da kann ich nicht gewinnen. Ja, ja, aber die Map ist an sich eigentlich ganz okay. Nur was will man gegen zwei Teams machen? Und dann noch der Lag. Vergiss nicht den Lag. Na, stimmt. Diesmal trifft's wenigstens. Und Schuss! Zweimal noch, dann ist der Kongo weg. Aber dann ist da ja immer noch einer mit 80 Leben oder wie viel der hatte. Wie viel hatte der? Der geht baden jetzt, die hatten beide 80 Leben. Ja. Auch die HX wird ein One-Hit. Weil der wahrscheinlich in den Minen oder ins Wasser fällt. Oh Junge. Ja. Nö. Wasser ja, aber. Dann dreht er sich erstmal noch Jahrtausende. Oh, er lebt noch. Oh, oh, mit einer Energieeinheit. Nö, drei sogar, wow. Ja, ja. Und Treffer, oh, weil er gewackelt hat, sonst hätte ich daneben geschossen, nicht voll Idiot. Jetzt hat das Wackeln mal endlich zum Treffer. War aber haarscharf. Ja, nur durch das Wackeln, sonst hätte ich echt nicht getroffen. Er wird es mit Bazooka genau treffen, das ist so ein Betrug. Ganz im Ernst. Ja, dafür haben sie auch Nachteile. Dass sie immer aus Scheiß einfach ihre Pistole einsetzen. Guckt euch das mal an, das ist doch nicht normal! Dieser Skill, na wenigstens. Welcher normale Spieler kann er aus dieser Entfernung treffen? Da ruht er am Meeresboden. Das geht gar nicht, ey. Vor allem auch so nah am Wasser, ne? Natürlich. Ja, hier ist natürlich gefährlich, wenn man nicht so richtig zielen kann. Ich habe natürlich wieder 0 Punkte. Ich habe fast noch mehr Punkte als die gehabt, ey. Wie geht das denn? Vielleicht hast du den Sonderbonus gekriegt. Das kann sein. Der Grenadier bestimmt. Der hatte da eins nichts gekickt, ein anderes Schwein hat er noch umgebracht und noch eben das da eben.
Das Schwein. Ja gut, Freunde, im nächsten Part geht's weiter mit den Legs, denn wir versuchen nochmal Eisbomben, weil im Grunde genommen geht das ja mit den Legs. Man muss nur 200 halt random blind schießen und dann hat sich das wieder so ein bisschen beruhigt. Und wenn die Schweine wieder G0 gehen, dann geht das ja sowieso. Dann gibt's ja keine Legs mehr. Also, wer keinen Bock auf Legs hat, schalt einfach im übernächsten Part nochmal rein, wenn es bei Team Metzger losgeht. Ich denke, da wird es auch lagfrei sein, weil es wirklich nur 1 gegen 1 ist, also ich gegen Henna. Dann gibt es da nicht noch die Computerschweine und ich denke, das wird ganz nice. Die sind vor allem die richtig geile Maps dabei, wie Pfahlbürger und Eselsbrücke. Und auch verdammt. Aber wie gesagt, im nächsten Part Eisbomben, nur damit ihr es jetzt auch mal seht. Es wird zwar mit viel Lags sein, aber ich kann es nicht ändern. Und ja, Freunde, Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut.